In den Keller eine Toilette mit Top-Akustik. Wir bauen den Keller demnächst eh nochmal aus und um. Dann können wir da mal reinschauen. Einfach nochmal sagen dann. Aber es nutzen relativ viele Leute unser Treppenhaus. Dafür, dass das so weit vom Schuss ist, ja. Es ist ein bisschen verrückt irgendwie. Es nutzen wirklich viele Leute das Treppenhaus. Okay, Leute, wir müssen jetzt mal ganz kurz uns konzentrieren. Ja, der August wird sich nähern. Also wir haben jetzt viel gemacht, aber der August kommt. Und er wird uns Z2D 3 bescheren. Von dem wir natürlich durchaus in der Lage wären, jetzt nochmal eine schöne Mail an unsere Presseleute abzusetzen. Und das mal ganz kurz wegzuschicken, das Ding. Wir könnten auch nochmal so langsam, auch, aber sicher eine Presseversion auch nochmal dafür abschicken. Also Z-Büro 5 schon mal offiziell ankündigen. Das sollte eigentlich drin sein. Und dann machen wir gleich nochmal ein Review drauf. Das sollte auch drin sein. So. So, jetzt schauen wir mal. Oh, da müssen wir noch mal ran. Ah, unter 9,9 geht nicht, ne? Auf jeden Fall an jeder Seite am Ende des Treppenhauses Toiletten. Das können wir uns auch noch mal überlegen. Hier so mal so eine kleine Toilettenecke, ne? Mit so Glasdurchfenster. Dann siehst du deinen Kollegen von hier da drüben auf der Schüssel sitzen. Glaubst du, also was ist los? Was ist mit deinem Twitch? Tropfnase? Einem Mitarbeiter ist es zu laut. Wem? Ihm? Ihm ist es zu laut. Er fühlt sich gestört, oder was? Nö, ist eigentlich doch alles gut, oder? Raumausstattung. Er hat kein Lärmproblem. Vielleicht war das gerade so. Oder vielleicht ist es jetzt so, wenn dein Kollege da sitzt. Nö. Zeigst du auf Schiff für Transparenz? Ja, absolut. Ja. Ich weiß nicht, wenn wir nicht transparent sind, wer dann? Okay, da ist raus. Wir dominieren aktuell die Software Times, ja. Okay. Amazing. Neue Features. August 93. Die haben 100 Millionen gezahlt, um Wise Digital zu übernehmen. Alter, krass. Die Bears sind übelst am Start, ne? Hey Funbird, wunderschönen guten Abend, hi. Amazing, gut, alles ist amazing, ja. Amazing. Sind die eigentlich hier oben schon am Entwerfen? Nee, ne? Unsere Designer langweilen sich nämlich auch gerade zu Tode irgendwie. Die haben einen Designpunkt. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, um einen Designpunkt hier zu machen. Geld in andere Firmen investieren. Ja, da habe ich vorhin schon mal gesagt, es sind auch deutlich weniger jetzt nochmal geworden. Hey, die haben da unten ein Ding, war.
Ja, könnte man mal. Hier könnte man halt mal für 1 Million auch bei dem Winwisco einsteigen. Ich würde halt mich interessieren, gerade für hauptsächlich um auf oder hauptsächlich würde ich mich beispielsweise für Firmen interessieren, die bereits Patente haben. Aber es haben bei uns keine Patente. Also es gibt keine Patente noch. Hier könnte ich ein Viertel von 4 Interactive kaufen. Das haben die hergestellt. Betriebssystem, Konsolen, wir könnten uns halt in die Konsolengeschichte noch mit einkaufen. Interessant. Das ist eine kleine Firma. Der Wert ist überschaubar im Verhältnis zu uns, ne? Also Zwergsoft hier, der Wert 120 Millionen Kröten aktuell. Eine Z-Box, vielleicht... Vielleicht kaufen wir die auf, nehmen ihre Produkte, ja, also die Mars Boy, ja, und die Pluto Box und bauen dadurch die Z-Box dann richtig hyped. Ich würde sagen, ich finde die Idee eigentlich geil. 4 Interactive, Leute. Also, 4 Interactive. Ah, wir könnten hier jemanden abwerben von ihnen. Der 24k kriegt der. Nee. Also, was können wir hier kaufen? Wir kaufen Winwisco raus. So, Zwergsoft, hier. Dann haben wir hier 2500, nehmen wir auch mit. Ja, okay. Was haben wir hier? Nofsoft Digital. Die haben 500.000, kaufen wir auch rein. So, die haben 2,7 Millionen, kaufe ich auch auf. So, damit gehört uns jetzt ein Viertel dieser Firma. Konsolen haben doch keine Zukunft. Was denn? Eine Z-Box wird durch die Decke gehen. Keine Angst. Ach, keine Angst. Quatsch. Überhaupt kein Problem. Uns gehört ja aktuell von 4 Interactive ein Viertel der Firma gerade. Wir können uns auch hier zum Beispiel bei denen mal umschauen. Die haben ein Antivirus gemacht. Mittlerweile schon die 18. Version ihres Antivirenprogramms. Wird auch relativ gut genutzt. Die verkaufen gerade aktuell 55% ihrer Firma. Für 54 Mille könnten wir die Firma quasi Mehrheitseigner werden. Das wär's. Aber dann, das muss ich ganz ehrlich sagen, wollen wir das? Eine Firma, die nur Antivirenprogramme erstellt? Nee, oder? Finde ich auch. So, wo ist noch einer der? Brainlord, ja? Die haben Bürosoftware hergestellt. Das sind die Leute, die Office machen, okay? Die sind unsere Konkurrenten, wenn auch nicht groß, aber sie sind unsere Konkurrenten. Da könnten wir die Mehrheit für 27 Millionen kaufen. Warum sind die so schlecht? Was ist mit ihnen? Ja, ich sehe. Oh. Ah. Jo. Ich weiß, warum die so schlecht sind. Weil das unsere direkten Konkurrenten im Office-Bereich sind. Und wir mit Z-Büro halt einfach alles wegkicken, was links und rechts auf dem Markt etabliert. Das ist quasi, das ist wie eine Brandrodung im Produktsegment, ja. Alter Schwede. Also seit Gründung haben die sich, die haben echt Glück gehabt, ne? Die sind hochgegangen, hoch. Die haben eigentlich nur aufwärts gekannt. Und dann irgendwann kam dann Z-Büro und dann platsch. Ich habe mir gerade da die Anteile gekauft. Ich glaube, wir müssen trotzdem, also uns gehören jetzt die Anteile, ne? Wir haben diese Anteile gekauft. Jetzt lass mich mal ganz kurz was schauen. Hier, da stehen sie. Und die Veränderung wird auch angezeigt. Das bedeutet, wir können auch gucken, ob wir wenn es denen besser geht, ja, könnten wir auch gucken, ob wir denen irgendwie beispielsweise ihre Anteile wieder zurückgeben, wenn die richtig krass Gewinn machen. Ist natürlich die Frage. Aber wir haben gut investiert gerade. Das muss sich jetzt auch wieder lohnen. Wir retten die! Ja!
So könnte man es vielleicht auch sagen. So. Dasselbe kann auch mir passieren. Nee, Max kann es nicht. Mir kann das nicht passieren, dass sich irgendeiner bei mir in die Firma reindrängelt. Ja, weil Zwergsoft 100% dem Zwergus Longus gehört. Ja. 100% gehören uns die Firmenanteile. Wir könnten natürlich hergehen und zum Beispiel hier Anteile verkaufen. Wenn wir jetzt zum Beispiel 34% unserer Firma verkaufen würden an den Markt, ja, dann würden wir 63 Millionen Bar Kasse bekommen. Aber das machen wir nicht. Ganz ehrlich. Also nur in größter Not und dann auch nie über die Hälfte der Firma. Immer so viel verkaufen, dass du unter 50% bist. Dann ist kein Problem. Wenn da jemand 20% von unserer Firma hat, soll es uns recht sein. Das macht aber eigentlich erst Sinn, wenn deine Firma richtig mächtig ist. Weil dann butterst du halt da rein, ne? So, wir veröffentlichen die Pressemitteilung und gehen auch gleich nochmal in die nächste. Nochmal komplett rein. Und schreiben da auch mal bitte prioritätsmäßig. Ja. Schauen wir mal gerade kurz. Ja. Ist okay. Die nächste Pressemitteilung veröffentlichen wir in einem halben Jahr rum. Wie viel haben wir eingelegt? Ja, hier sind noch mal so 30, 36 Millionen liegen noch auf dem Konto. Da werden auch gerade Zinsen drauf fällig. Ja, können wir noch mal so 8 Millionen noch mal einzahlen. Die Börsengeschichten hier, die Aktien, ich finde das immer ganz wild. Also ich check das auch nicht und ich mach's auch ehrlicherweise nicht. Ich mach mit diesem Aktienhandel, mache ich nie irgendwas, weil mir das einfach, ich kann das nicht nachvollziehen und da investiere ich dann auch nichts. Ja, also keine Ahnung. Ich mache das nur über die Anlage. Also, wenn du jetzt sagen könntest, ey, pass auf, ich gründe eine Aktiengesellschaft und dann würde der Markt aufgrund deiner Veröffentlichungen reagieren und wenn du gut wirtschaftest und dein Konto gut steht und so weiter und die Kennzahlen deiner Firma gut sind, steigt dein Wert quasi auf dem Aktienmarkt an. Dann lasse ich mir das ja noch irgendwo eingehen. Wenn eine Firma im absoluten Sinkflug ist und das dann nichts draus wird und dann dein Kurs verfällt quasi, dann da ist mir die Systematik dahinter noch zu rudimentär. Ja, aber das ist, ja, wie gesagt. Und das Wesentliche eigentlich, was für mich am meisten Sinn macht, sind, wo war es denn jetzt? Investments. Nee, nicht hier. Hier. Das da macht für mich eigentlich noch am meisten Sinn. Hier zum Beispiel 4 Interactive ist noch schlechter geworden. Die haben... Ja, die gehen auch gerade ein bisschen baden. Ich hoffe, die verkaufen noch ein paar Aktien. Dann übernehmen wir den Laden. Dann können wir die Z-Box rausbringen. Ich meine, die haben ja auch immerhin, ne? Wie gesagt, du kannst natürlich auch hergehen. Und du kannst natürlich auch sagen, ja, pass auf, ich kaufe mich jetzt bei einer richtig krass laufenden Firma ein. Ja, mit ganz wenig Anteilen. Burst zum Beispiel. Ja gut, die 300 Millionen von Spaß habe ich nicht. Guck mal, was die an Dividenden kassieren. Aber ich kann weniger kaufen. Ich könnte hier nochmal ganz wenig einkaufen. Ja.
Ja, es geht so, ne? Die machen halt auch nur Spiele hauptsächlich. Ja, guck mal, 2000 Anteile würden mich kosten 26 Millionen. Ah, halt von der reichsten Firma, die es gibt aktuell. Ja. Muss man halt wissen, ob man das möchte am Ende. Ja, ja, ich persönlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mit IP-Kauf habe ich noch nie umgespielt. Also irgendwas anzukaufen, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Wo war das noch gleich? Quatsch, hier. Irgendwo ging das doch. Oh, hier, Softwareübersicht, glaube ich. Nee, wo ging das noch gleich? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ging, weil ich das so selten mache. Software? Also eigene Veröffentlichung oder was? Ach so, nee, Quatsch, hier. Software, die hier. Softwareübersicht. Und dann auf die Software draufklicken. Ach so, warte mal. Wenn ich jetzt Tiger 2 nehme, IP-Handel. Ah, okay, die wollen gar nicht mit mir verhandeln. Verstehe. Der Marsboy als Betriebssystemkonsole. Betriebssystemkonsole. Ey, ich will unbedingt in diese Produktion rein, ne? So. Wo sind hier die meisten Nutzer drauf? Tiger X ist das beliebteste Betriebssystem gerade, aber die wollen nicht mit denen handeln. Wenn ich jetzt mal hergehe. Es gibt hier irgendwas ganz Neues irgendwo. 82, 83, da. Dezember 88 rausgekommen. Das ist natürlich sehr gut. Was ist denn die neueste Software hier aktuell? 92, Office ist rausgekommen. Die wollen mit mir nicht handeln. 3D-Editor, Powerscape. Will ich handeln? Ha! Möchten wir die Pluto-Box kaufen? Die Pluto-Box für 15 Mille? Nee, Entschuldigung. Noch nicht. Noch nicht, Leute. Okay. Nee, Hardware. Ich möchte mal gerne irgendwann eigene Hardware produzieren. Eine 10 von 10 wird das, Leute. Das wird eine 10 von 10. Huch. Das ist natürlich richtig clever, ne? Eine 10 von 10. Boah. Z-Büro 5 wird auch so ein Abschussding, ne? Also wir haben jetzt zwei Software in der Pipeline, die 10 von 10 bewertet sind. Das ist halt schon mächtig krass, ne? So, März bis August würde ich gerne das raushauen, ne? So, ZOS-Update noch hinterher. Und ein Netzwerk-Update auf jeden Fall. Boah, schnell. Schau mal, wie schnell das läuft. Ey, die entwerfen Z3D1 schon. Die sind on the way hier. Uhu.
Nächste Phase. Im November 93 geht's hier weiter. Okay. Uff, alles klar. Geil. Das gefällt mir. Das ist richtig gut, ey. Dann haben wir jetzt endlich mal dieses Team hier drin. Die machen jetzt die 3D-Geschichte, ja. Das heißt, wir werden erstmal auf absehbare Zeit noch nicht weniger Reiter hier kriegen. Aber wenn die mit denen durch sind, mit der 3D-Variante, dann können wir die zum Beispiel Z-Büro 6 mal produzieren lassen. Oder wir geben denen sowas, dass wir halt nur noch 2D und OS selber machen. Ja, und dann wird hier der Auftragsliste einfach so unglaublich viel kürzer. Ja, das macht ja auch nur ein Team hier unten, ne? Also, das macht ja nur das Update-Team. Das sind nur die Leute hier drüben, damit denen nicht langweilig wird. Weil es nicht so viele Updates zum Fixen gibt. Also Patch-Bugs zum Fixen gibt. Weil es kommen zwar immer welche rein, aber das ist halt auch schon... Der Hype von OS ist durch, ne? Das hält sich. Wir haben weit verbreitet und so weiter. Das ist eine ganz, ganz gute, solide Geschichte, was wir da für das erste Betriebssystem gefahren haben. Aber es ist halt auch... Nur das, ne? Ja. Ja, stimmt, da ist unser Update ausgelaufen. Huch, Moment. August 94, August 93. Also pro Jahr eine AAA-Software rauszubringen, ist natürlich auch Kunst, ne? Ja, der Erfolg ist dann nachhaltig, wenn du hier den, wenn wir jetzt noch einen neuen 2D-Editor bringen, also den Z2D3 dann. Der schiebt halt, im Prinzip ist es immer so, der schiebt an und ist nach einem halben Jahr ist der Hype rum und alle haben die Software gekauft und dann haben die die. Der einzige Unterschied, wie du das umgehen kannst, ist, wenn du eine richtig dicke Fanbase hast und entwickelst eine neue Software und machst hier, sagst hier, du willst ja einfach eine Gebühr haben. Wir bringen zum Beispiel eine Bürosoftware raus, Z-Büro, ja, als die Office-Anwendung überhaupt. Also da kannst du zum Beispiel Word machen oder Excel oder PowerPoint. Also es gibt dann tausend Möglichkeiten, wofür du Z-Büro nutzen kannst. Und da ist es dann zum Beispiel so, wenn du das monatlich verkaufst, ja, und sagst, hey, kostet eine monatliche Gebühr und jetzt sind eh schon alle Fans davon oder du hast den Markt so verdrängt, dass nichts mehr übrig ist, dann hast du natürlich den brachialen Vorteil, dass du dann deine monatlichen Gebühren rausbringen kannst. Weil am Ende ist die Frage, wie viele Nutzer da drauf sind. Wenn dir jeder Nutzer hier jeden Monat einen Zehner zahlt, hast du halt auch ein richtig gutes Geld, solange die Nutzer da drauf sind. Und dann gewinnst du halt dann zieht sich das ein bisschen länger. Die Drecks-Abo-Dinger nerven im Real-Life doch nur. Ja, ne, spiel die, aber was willst du machen, ne? Das lohnt sich am Ende. Für uns wird sich das lohnen, wir sehen. Ja, Telverus, genau. Zwirt, Zwechsel, Zwauerpoint, ja, und dann noch Zwutluk und Zexis. Ja, genau. Das sind unsere Z-Büro-Anwendungen. Natürlich haben wir die nirgendwo kopiert, ganz klar. Quatsch, das Ding ist, wir sind Lucky-mäßig unterwegs, ne? Also wenn du jetzt mal guckst, wie sich eigene Veröffentlichung. Ich würde. Moment mal! Haben wir jetzt deren Veröffentlichungen hier auch, weil wir Mehrheitseigner von denen sind?
Haben wir die komplett aufgekauft?